Der Auffindeort des Fahrzeugs lässt Kriminalhauptkommissar Jan-Ove Mertens und Kriminalkommissar Max Hagen befürchten, dass die Vermisste sich etwas angetan haben könnte. Als sie nur wenig später zusammen mit ihren Kollegen von der Schutzpolizei am Einsatzort eintreffen, fehlt von der jungen Mutter zunächst jede Spur. Heinrich Kaufmann, 328. Kennzeichen passt. Oh, ist offen. Tür ist offen. Wir haben das Fahrzeug durchsucht. Im Kofferraum wurden wir fündig. Dort befand sich eine Damenhandtasche. Wir haben kurz einen Blick reingeworfen. Da war klar, wir sind genau am richtigen Ort. So. Und da brennt Licht. Was machen wir jetzt? Hier rum, ja, brauchen wir nicht. Ich denke, wir gehen mal. Ja. Ja, kommt ihr mit? Kommt mal mit, wir gehen da hin. Hier rum suchen brauchen wir nicht. Zur Eigensicherung sprechen die Polizisten ihr weiteres Vorgehen genau ab. Obwohl in dem Haus Licht brennt, sind dort zunächst keine Personen auszumachen. Doch dann entdeckt Max Hagen ein aufschlussreiches Indiz. Und das Fußabdrücke? Das sind frische Spuren. Hier. Ja. Was ist mit der Tür? Ui. Tür ist zu. Heller leuchtet, aber nicht zu sehen. Nirgendwo, in keinem der Räume. Nee. Was machen wir jetzt? Die ist zu. Als wir uns dann entschieden haben, das Haus doch zu betreten, weil wir immer noch von einer Suizidgefahr ausgegangen sind, wollten wir natürlich in das Haus rein. Die Eingangstür war geschlossen und so für uns nicht zu öffnen. Da habe ich einen Dietrich genommen und konnte damit die Tür überwinden. Hallo. Was haben Sie? Raus, bitte. Warum? Was ist mit Ihnen los? Raus, bitte. Sie, bitte gehen Sie, bitte. Okay. Ja, was ist hier? Lass uns. Okay. Wir kümmern uns. Irgendwas muss hier noch sein. Sie macht total hektische Zeichen. Irgendjemand ist hier noch. Ich geh mal gucken. Ich geh noch mal zu ihr. Vielleicht krieg ich noch was in Erfahrung. Ne? Okay. Schmeißen Sie die Waffe weg! Alles gut? Waffe weg! Schmeißen Sie weg! Machen Sie keine Dummheiten! Legen Sie die Waffe weg! Legen Sie die Waffe weg! Leg die Waffe weg! Waffe runter! Sie machen sich unglücklich! Leg die Waffe weg! Wunderbar. Komm. Mein Kollege, also ich selber, denke mal, wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, nicht zu schießen. Und wir sind auch vom Gesetz dazu angehalten, wenn es irgendwie andere Möglichkeiten gibt, diese zuerst zu versuchen. So, hinsetzen hier. Los, hinsetzen. Hinsetzen. So, was war das hier für ein Auftrag? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Was ist das für ein Auftrag? Rufst du mal, machst du mal Rückmeldung und einen Rettungswagen. Was für ein Auftrag? Sie haben mich oft geschossen. Was machen Sie alle hier? Was rennen Sie denn hier im Haus rum? Was rennt ich hier im Haus rum? Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Was machen Sie hier? Ich habe nicht geschossen. Ich weiß auch nicht, wovon Sie reden. Sie wissen von nichts? Nö. Die gute Dame war in keiner Art und Weise kooperativ. Sie leugnete jegliche Tatbeteiligung. Sie erzählte Märchen, warum, wieso, weshalb sie überhaupt an diesem Ort war. Auch, verneinte sie das Wissen um eine weitere Person im Haus. Passt die auf Sie erstmal auf? Wir gucken jetzt mal genau, was mit ihr los ist. Soll sie nicht lieber einen Streifenwagen?
Machen wir gleich. Die Schutzpolizisten verständigen einen Rettungswagen. Ihre Kollegen von der Kripo erfahren unterdessen bei der Vernehmung des Opfers erste Details des brutalen Tathergangs. Wir haben die Frau erwischt. Ich weiß, Sie haben sicherlich gehört den Schuss. So, Sie brauchen keine Angst mehr haben. Ah, okay, alles klar. Als wir die Bettdecke wegnahmen, erkannten wir auch, warum sie nicht anders mit uns kommuniziert hatte. Sie war an beiden Händen gefesselt. Nachdem wir die Fesselung gelöst haben, schilderte sie uns das, was wirklich geschehen war. Sind Sie noch irgendwo verletzt? Sagen Sie mal. Sie hat mich in der Wohnung niedergeschlagen. Ach, oh ja, das sehe ich jetzt im Gesicht. Ja, oh, Herr Meier. Das sieht ja schlimm aus. Wir sind. Wir haben schon eine Rettungswagen gerufen. Der wird gleich da sein. Ich meine, vorhin wohnt es an der Dienststelle. Wollen Sie, ich wollte Ihnen noch mitteilen, wir haben Ihre Ehefrau wohlbehalten, mehr oder weniger wohlbehalten vorgefunden. Alles wird sich klären. Nachdem wir sie befreien konnten, habe ich ihr erstmal meine Jacke angeboten. Sie war völlig zerstört. Ihr ging es bestimmt nicht gut. Sie hat gefroren. Und das war jetzt eigentlich das Mindeste, was ich ihr erstmal anbieten konnte, dass sie erstmal meine Jacke bekommt, damit sie nicht friert. Der RTW ist da. Ja. Redet sie? Wir kommen gleich. Können Sie ganz kurz erzählen, was passiert ist? Ich war zu Hause und habe gedacht, es kommt irgendwer von der Post oder keine Ahnung. Dann stand Sandy auf einmal vor mir, hat mir irgendwas an den Kopf gehauen. Und dann sollte ich einen Abschiedsbrief schreiben. Und dann haben wir Leni in ein Maxi-Cosi gesteckt und dann haben wir die zu Kerstin gebracht. Und Kerstin ist Ihre Schwester. Guten Tag. Hallo, Feuerwehr-Rettungsdienst. Hallo. Moin. Wolters, wie geht's Ihnen? Was los? Sie wurde einmal geschlagen hier im Gesicht, ja. Und sie hat von ihren Fesseln hat sie hier ganz böse Schnittverletzungen. Ja. Sie war mit Einwegfesseln war sie oben gefesselt. Ja, mit so Kabel genommen, ja? Ja, genau. Ja. Sonst hat sie gesagt erstmal nichts. Okay. Ist wahrscheinlich psychisch ein bisschen aufgeregt, ne? Sie ist ganz doll aufgeregt, genau. Ich würde gerne. Ihnen gerade? Nicht so gut, ich möchte zu meinem Kind. Mhm. Ich würde gerne noch eine Minute mit ihr haben und dann könnt ihr sie zum Rettungswagen mitnehmen. Ist das okay? Alles klar, mach mal. Okay. Können Sie noch mal eben eine Minute? Sie haben gerade erzählt, dass Sandy vor der Tür stand. Und dann mussten Sie Ihr Kind einpacken? Ja, genau. Und dann sind wir zu Kerstins Wohnung gefahren. Und dann hat sie mich hierher gebracht. Und hat mich oben gefesselt. Oh Mann. Und hat sie irgendwas gesagt, was sie damit bezweckt? Ich sollte von der Bildfläche verschwinden. Aber was sie damit gemeint hat, keine Ahnung, ob sie mich hier festhalten wollte oder ob sie mich umbringen wollte. Ich habe keine Ahnung. Kriminalhauptkommissar Jan-Ove Mertens und Kriminalkommissar Max Hagen sind sicher, dass die Täterin in den Ehemann ihres Opfers verliebt ist. Um ihren Arbeitskollegen langfristig an sich binden zu können, wollte sie dessen Frau aus dem Verkehr ziehen. Sie ist die Arbeitskollegin von meinem Mann und er hatte halt Fotos von ihr in Unterwäsche auf seinem Handy. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja. Das Taxi der Hoffnung ist angetroffen. Das, auf das Sie am allermeisten gewartet haben, Sie aussteigen? Ist... Ich mach Sie bleiben Sie noch mal kurz sitzen. Ist da. Ich komme einmal raus. Ja. Ganz vorsichtig. Ganz so, vorsichtig. Hier ist das Glatt. Nehmen Sie mir die Hand. So, gucken Sie mal, wer da ist. Pass auf. Wo warst du denn? Sandy hat mich eingeschlossen. Sie hat mich zu Hause gefallen. Und hat mich niedergeschlagen. Und dann hat sie mich hierher gebracht. Meine Arbeit, was war denn mit dem Abschiedsbrief? Was war denn da alles? Der war nur gelogen. Den hat sie mir diktiert und ich musste den schreiben. Wir müssen jetzt im Einzelnen herausarbeiten, wessen sich die Täterin schuldig gemacht hat. Auf jeden Fall haben wir hier die gefährliche Körperverletzung, wir haben die freiheitsentziehenden Maßnahmen, die Fesselung. Sie hat auf Polizeibeamte geschossen. Hier ist jetzt die Frage, ob das als versuchtes Tötungsdelikt gewertet wird. Da kommt einiges auf Sie zu. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie jetzt noch einmal trennen muss. Ich würde Sie dann bitten, jetzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus zu fahren. Ich gehe davon aus, Ihre Familie kommt nach ins Krankenhaus. Die Täterin wird wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Kindeswohlgefährdung verhaftet. Der messerstechende Nachbar erhält eine Anzeige wegen Körperverletzung.